Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich bitte hier um Aufmerksamkeit bezüglich der Windstärke. Schauen wir uns mal die Baumwipfeln hier an, wie stark die Bäume geschüttelt werden vom Sturm. Also unglaublich, ich gehe noch näher ran, vielleicht sieht man eine ganz leise Bewegung. Kann sein, dass sich irgendwo ein Grashalm bewegt, aber wir haben hier etwas ganz Besonderes. Ich weiß, ihr kennt das schon, aber vielleicht einige noch nicht. Wir haben hier super Windräder, ja? Die drehen sich, weil die stehen neben der Südautobahn, die drehen sich nur Kraft des Windes der vorbeifahrenden Autos. Weil hier, wenn wir schauen, ja, da ist schon eine leichte Bewegung, ja. Also hier die Blätter rascheln da ein bisschen, aber die Baumwipfeln bewegen sich hier jetzt nicht, weiß Gott, wie stark. Auf jeden Fall sicher nicht so stark, um so riesengroße Rotoren, weil ich glaube, dieses Rotorblatt hat sicher einen Durchmesser, naja, von über 30 Meter. Das ist riesengroß. Das ist der Master, der hat schon seine 50, 60 Meter Höhe. Also das ist, das sind es 40 Meter, das kann ich halt schwer schätzen. Aber das Rotorblatt ist wirklich extrem groß. Und dass das sich in der Geschwindigkeit dreht, das glauben wir nicht. Hier sehen wir wieder, wie stark der Sturm die Blätter bewegt. Es ist nur, ich sag so wie es ist, Verarschung, sonst nichts. Es ist nichts anderes als PR, Grünstrom-PR. Hier wird Reklame für etwas gemacht, was in Wahrheit nicht funktioniert. Und genau nach diesem Muster ist auch unser Finanzsystem aufgebaut. Das darf man auch einmal sagen. So, noch ein kurzer Blick auf meine, ist es eine Fichte oder eine Tanne? Das ist unser größter Baum im Garten. Der ist sicherlich um die 15 Meter hoch, also der ist schon beachtlich. Gut, das war's. Ende.